Wir haben zwei Leute getroffen, also wo Deutsch reden, die waren Deutsch, aber die waren selbst Deutsch, Zufall, ja. Und es waren selber Touristen. Ja. Oh, in der Canyon natürlich ist alles dann in Englisch, ne? Die haben allerdings so Prospekte-Hefte in Deutsch, ja, wo man dann ablesen schon kann. Wahrscheinlich vorher lesen, sonst die Navajo sprechen. So Englisch ist die zweite Sprache, ja. Ne? Und viele sprechen noch gar kein Englisch. Wir waren da ja nicht, aber normalerweise, wo ich hingehe, die sprechen fast kein Englisch. Und wenn man dann nicht weiß, man kann schon sehen, aber die erzählen Geschichten und alles. Ne? Ja. So. Im Ganzen, so wie du am Reisen warst mit dem Ticket. Was ich gebraucht habe? Ja, also das Ticket in der Hauptsaison von Nürnberg nach Seattle hat über 900 Euro gekostet. Ja, ja, muss man schon mitrechnen. Jetzt sag mir mal, wird das zusammen, wenn, sag mal, es wären zwei Personen, da bräuchte zwei so Tickets. Ja. Mit dem Auto und sowas. Ja. Dieselbe Strecke, wo wir gefahren sind, mit zwei Personen und zwei Tickets. 4.000 Dollar. Ja, 4.000, 5.000, ja. Ja, 1000, wenn man ja jeden Tag gut essen gehen will, ja, sind schon 5.000 doch brauchen wir. Ja. Für zwei Personen. Ja. Aber viel Kaffee mag ist mal nichts. Ne? Nee, also Kaffee hier in Amerika, der ist für die Kaffeetrinker ziemlich dünn. Ja. Ist erst dünn und in den Hotels gibt es keine Kaffeemaschinen. Ja. Und also an den Tankstellen, da stehen also schon so Kaffeemaschinen, den kann man trinken, das kann man schon empfehlen. Oder wenn man findet, man geht zu Starbucks rüber. Der, ja. Ein Starbucks haben wir gefunden, ja. Nur einen, leider, ne? Ja. Ansonsten. Und Postkarten kosten genauso viel, wenn man eine Postkarte abschickt. Die Postkarte kostet genauso viel wie Hungry 60 Cents. Ja. Ich will kein böses Wort sagen, ich weiß jetzt, da tun sie die Leute verarschen. Bescheißen. Naja. Eine Postkarte und ein Brief wiegt ja gar nicht selber. Ja, ne? Ja. Und wenn so du das nicht weißt und hast, schreibst seine Adresse nicht drauf, ja, dann gehen sie schmeißen's weg. Ja. Ne? Also das ist wichtig. Ja. Erzähl mal hier. Ja, da habe ich was Schönes gefunden. Das war also in so einem Floristenladen. Habe ich es gefunden für meinen Männer. Der wird sich freuen, der hat nämlich daheim lauter Motorräder. Wenn er sich nicht freut, hau will. Ja, der ist also aus Holz geschnitzt und zusammengezimmert, würde ich sagen. Ja, doch, das hat mir gefallen. Günstig ergattert. Also es ist schon empfehlenswert, wenn man in diesen kleinen Geschäften reingeht und echt nachschaut, was da rumsteht. Manches ist echt verstaubt, aber guckt. Guckt, es ist empfehlenswert. Und das ist so, das ist schon ein paar Jahre, also das ist die Erde von Canon de Chez. Ja. Also außerhalb, darf man nichts mitnehmen. Kann man es zeigen? Ja, sie weiß nicht, wie man das reinzieht. Ach so, ja. Ja, aber in der Zwischenzeit ist das jetzt ganz hart geworden. Der Sand ist jetzt schon Stein, gell? Ja. Ja. Und so sieht das aus. Ja. Was hat dir am besten gefallen? Am besten die Berge. Berge sind hier sehr schön. Weil diese Formation von Wind und Wetter geprägt. Ne? Dünen. Und Dünen, es ist interessant. Also für manch einer ist vielleicht langweilig, weil er meint, er sieht nichts. Aber wenn man genau hinschaut, man sieht da schon sehr viel. Ne? Ja. Deshalb haben wir ja 20 Stunden Filmmaterial. Filmmaterial, das haben, es kommt eins nach dem anderen. Ja. Und zwar immer, wenn sie es umgeändert haben. Ja, wenn wir was Interessantes entdeckt haben. Ne? Ja. Also das ist allerdings nur eine, ist noch nicht Fleisch und Drittel von Amerika. Ne? Ja, ja. Und dann geht es dann noch weiter. Das ist von Seattle nach New York mit dem Auto zu fahren, 7 Tage. Sieben, ja. Ja.
Die sind aber morgens. Manchmal haben wir geweint, wir würden um 9 Uhr wegfahren. Wusste ich ja nie, wie viel Uhr es war. Meistens wussten wir es nicht, ja. Wir haben ziemlich zeitlos gelebt. Zeitlos, ne? Ja. Und dann schon 7:30 oder 7 war es, glaube ich, auch einmal. Ja, bis mittags um 4 oder 5 waren wir dann zu der nächsten Stadt. Konnte aber nicht sagen, wir fahren noch 2 Stunden, denn da war nichts, gell. Ja. Muss immer so eintauchen, ja. Sonst hängt man in der Wüste fest, ja. Ja. Und wir waren sogar eine Woche früher heim. Ne? Ja. Dann haben wir in Tornino eine Carshow gefunden. Oh ja, ja. Mit sehr schönen alten Autos, ja. War auch interessant. Aus den 50er, 60er Jahren, ne? Ja. Und manche von 30er. Ja, teilweise, ja. Das war halt so ein Bonus, da sind wir aus Versehen dahin gekommen. Ne? Ja. Würdest du es nochmal machen? Ja, doch, ja. Doch? Ja. Ja. Ich bin zu arm schon. Naja, schauen wir mal. Bilder, erzähl mal von Bildern. Wie viele Bilder hast du? Ja, also ich habe 7 Filme verknipst. Mhm. Über 150 Bilder sind das, ja. Nach Deutschland geschickt? Nach Deutschland, ja. Muss werden. Entwickelt jetzt. Mhm. Muss mir so einen Wisch drauf machen, dass da nichts Drohendes war, drin war. Ja. Ja, man muss also immer ausfüllen, was drin ist, wirklich wert ist. Mhm. Ein Hinweis, dass es vielleicht nicht röntgen sollten, sonst sind die Filme kaputt. Erzähl bitte mal von den neuen Passports. Ja, also ab Oktober möchte die Regierung USA, dass man hier als Ausländer nur noch mit einem neuen Reiseausweis reinkommt, wo also ein Digitalbild drin ist, Fingerabdruck drin ist. Und ja, ab Oktober gilt das Gesetz. Mhm. Und wenn das nicht hat, darf nicht einreisen. Darf nicht rein, und dann, wenn du reinkommst, dann sind sie dir. Ja, ein Augenbild wird auch gemacht, ja. Ja. Es wird halt immer schwieriger, das alles Propaganda. Hier einzureisen. Wobei ich glaube, also. Wenn ein Terrorist irgendwas machen will, dann macht das macht auch. Macht das sowieso. Das sind. Da sind wir, wo wir da durchgefahren sind, wurde das Ganze, die ganzen Körner stauben und aufheben. Die Weizen und die ganze Esserei da. Ja, ne? Ja. Und dann sind die große Feedlot mit den Kühen, ja. Das Fleisch und das Brot, das kann es ja nicht überall sein. Das ist ja blöd, das ist ja doch ist alles Blödsinn, ist alles Propaganda. Ja. Meine ich. Ne? Der wird doch da keiner hinfahren. Das dauert ja 3 Tage, bis du da ankommst. Und jeder weiß, wenn du da nicht hingehörst, die sehen ja alles, die wissen ja, ob du da bist. Da bist du denn da hingehörst. Da nehme ich an, ja, das ist einfach anders. Amerika hat auch viele Ausländer per se. Ne? Das ist alles Blödsinn. So, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. How much time do I have? Oh, 10 Minuten. Willst du es eine ganze Stunde machen? Oder wir können es auch, dann brauchen wir nicht eine ganze Stunde. Wirst du so nett sein und das beenden? Summary. Ja. Aber zusammenziehen? Ich kann kein Deutsch mehr sprechen. Für mich ist das auch ein bisschen, wenn ich jetzt so in Deutsch reden muss, ja. Ja, also ich hoffe, wir haben ja jetzt die Bilder da gezeigt, ne, im Hintergrund. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt einen Einblick bekommen, wie es hier so ausschaut, wie die Leute hier so leben. Falls ihr Interesse habt, also wir haben noch mehr Filmmaterial. Allerdings das meiste auf Englisch. Wir sind dabei, es nach und nach zu übersetzen. Ja, es ist ein eigenes Land, es ist anders da, ist klar. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Und wenn nicht, uns hat es sehr gefallen. Ja. Ja. Nächstes Jahr vielleicht nochmal, wissen wir nicht. Also,
sagen wir mal auf Wiedersehen. Ja. Und ich weiß nicht, ist das am Anfang? Ist das Gespräch am Anfang? Oder ist die Reise schon angeguckt worden? Teile. Ist diese Show kommt am Anfang? Ja, die kommt jetzt am Anfang. Am Anfang. Mhm, ja. Denn in Amerika, in unserer Version, ja, ist das das Letzte, ne? Mhm, weil wir ja alles dokumentiert haben. Ja, nee, also. Also gut, dann die nächsten 20 Stunden könnt ihr euch dann angucken. Ganz genau. Wie unsere Reise losging, ne? Ja. Also dann, tschüss. Tschüss. Okay. Search for a fountain.